der letzte Vortrag vor der Pause, Theo Barmettler. Er hat oder ist 2017 erst zum Team von Plus Architekten gestoßen. Und er zeigt euch heute die Stiftung oder die Tagesstätte der Stiftung Whitely in Starnes. Guten Abend. Die gezeigten Bilder im Hintergrund korrespondieren bewusst nicht mit meinen Erzählungen. Wir möchten hier vielmehr etwas das Gefühl des Hauses aufzeigen und weniger den architektonischen Diskurs fördern. Die Tagesstätte Stiftung Whitely ist ein Arbeits-, Bewegungs- und Begegnungsort für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen. Im Fachjargon werden diese Klienten genannt. Als Bebauungsperimeter wurde das Areal Mettenweg an der Siedlungsgrenze zur Gemeinde Starnes erkoren, in unmittelbarer Anbindung an die Kulturlandschaft. Das Postulat des haushälterischen Umgangs mit Boden ereilte auch den Bauplatz, welcher nachträglich durch die Behörden auf die Hälfte der ursprünglichen Fläche reduziert wurde. So hat das bestehende Wohnhaus, das bestehende dreigeschossige Wohnhaus, nun einen neuen viergeschossigen Bruder bekommen, da das Raumprogramm infolge der Reduktion nicht mehr in drei Geschossen Platz gefunden hat. Wir wollen Menschen mit schweren Beeinträchtigungen nicht behindern und ihnen größtmögliche Autonomie gewähren. So einer der Grundsätze der Stiftung Whitely. Architekten können und kennen Grundlagen für das sogenannte behindertengerechte Bauen. Doch sind Normen wirklich immer zweckmäßig? Wichtiges Element war am vormals provisorischen Standort der Stiftung eine Anfahrtsrampe. Man stellte fest, dass die Betroffenen sich oft dort hinbegaben, weil sie dort mit dem Rollstuhl gut hinauffahren konnten und Leute, die Angst hatten, den Lift nicht benutzen wollten. Natürlich war so ein Rampensystem, welches im Neubau eine beträchtliche Fläche beansprucht, anfänglich nur eine Idee. Und unumstritten war es auch nicht. Doch alle meinten es ernst. Ein simulierter Eingeschosser als Ausdruck des verdichteten Nutzungskonzepts. So wurde aus Erschließung Raum ein Raum für Begegnung und Bewegung. Geplant auf kleinstmöglichstem Fußabdruck, konstruiert aus einer begrenzten Zahl wiederverwendbarer Schalungselemente. Die massive Ausformulierung und taktile Unterschiede geben Sicherheit. Klienten können selbstbestimmt auf Entdeckungstour gehen. Und dann wurde er gebaut, der leicht geknickte Baukörper. Schon bald wurde ein zweiter Polier auf die Baustelle zitiert. Ein Polier für schnell und einer für schön, so der Bauführer. Die Rohbauästhetik des Hauses findet ihre Vorbilder sowohl in der urbanen wie auch in der ländlichen Architektur. Also wurden alle statisch relevanten Bauteile betoniert, schön und auch schnell. Die Materialien folgen der konstruktiven Logik und die sechs Ateliers gliedern sich nach funktionalen Überlegungen. Zwei ineinander fließende Räume stehen für Attraktivitäten zur Verfügung. Aus allen Räumen ist der Blick in die Umgebung gegeben. Nachdem die Bauherren den ersten Vorschlag einer Holzfassade aus Gründen des erhöhten Unterhaltes verworfen hatten, wurden es halt übergroße Betonschindeln, vorgefertigt im Betonwerk. Um der Homogenität, der gleichbleibenden Qualität der einzelnen Elemente entgegenzuwirken, wurden fünf leicht unterschiedlich erdig-rote Farben für den gefärbten Beton gewählt und die Bauteile keinem Muster folgend frei an der Fassade angeordnet. Diesem Konzept folgend sind alle außenliegenden Bauteile in leicht untereinander abweichenden Rottönen eingefärbt worden. Bei akribischer Betrachtung könnten an der monochromen Fassade wohl mehr als 10 unterschiedliche Farbnuancen festgestellt werden. Im Innenraum sind alle nicht tragenden, nur raumbildenden Wände und Türen im Industriesperrholz gefertigt, dem günstigsten überhaupt. Das Farbkonzept sah jedem Geschoss einen eigenen Farbklang vor.
vier Grundtöne akzentuieren die Architektur. Das Erdgeschoss in Gelb, das erste Obergeschoss in Grün, dann Rot, dann Blau. Innerhalb der Etagen variieren vier unterschiedliche Farbakzenten von kühl zu warm. So wurde der Maler beauftragt, alle Farbtöne von Hand auszumischen, und es wurde ihm auch noch überlassen, diese nach seinem eigenen Gutdünken auf das Holzwerk als Lasur aufzutragen. An seinen Handwerkerstolz appellierend, hat er dann nachveredelt und so manch wunderbares und unverständliches Detail appliziert. So wurde schließlich zur großen Besichtigung geladen, der halbe Kanton war auf den Beinen, wohl auch, weil es Bratwurst und Risotto gratis gab. Reden wurden gehalten, die Politiker haben sich gegenseitig beglückwünscht und das Haus wurde durch die Geistlichkeit gesegnet. Es drangen unterschiedliche Kritiken durch. Zu groß, zu klein, zu bunt, zu fad, zu hell, zu dunkel, zu billig, zu teuer. Ein entschleunigtes Gebäude, vielleicht. Hängen geblieben ist mir da die Aussage von Hans, einem lebhaften Klienten, der sich während der Bauphase immer sehr interessiert gezeigt hat. Auf meine Frage, wo es ihm im neuen Haus denn nun am besten gefalle, hat er gesagt, die Schnecke hochlaufen, bis es blau wird. Danke.